verringert. Sommer, Sonne und ein heißer Flirt und schon ist der Urlaub perfekt. Doch für Billy, gespielt von Muriel Baumeister, hat der Urlaubsflirt schwerwiegende Folgen. Welche eigenen Erfahrungen mit Urlaubsflirt die Schauspielerin hat, das erzählt sie brisant am Rand der Dreharbeiten in Spanien. Ihr Urlaub hat für Muriel Baumeister Folgen. Sie ist schwanger. Aber natürlich nur in der ARD-Produktion Urlaub mit kleinen Folgen, die im nächsten Jahr ausgestrahlt werden soll. Muriel ist die junge Draufgängerin Billy, die nach dem Urlaubsflirt mit einem Spanier ein Kind erwartet und sich plötzlich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Privat wäre Muriel vor dieser Überraschung gefeit. Ein Urlaubsflirt oder so eine Liebelei im Urlaub anzufangen, das ist mir noch nie passiert. Nee, weil ich fahre mit meinen Kindern in Urlaub. Da würde mir mein Sohn sonst was erzählen. Vielleicht liegt es ja auch dran, dass sie nicht so auf Südländer steht. Wo sollte sie auch einen kennenlernen? Die Zeit zwischen den Drehs reicht gerade, kurz die Stadt zu erkunden. So ist es kein Wunder, aber Männer aufgehorcht war, dass sie keinen Mann an ihrer Seite hat. Da ist im Moment, das ist nicht die Zeit dafür. Es wird sich auch hoffentlich wieder ändern, aber im Moment ist es so und es ist auch okay. Es gibt zwei wundervolle, gesunde Kinder an meiner Seite und das ist im Moment, mehr Zeit habe ich nicht, sagen wir es mal so. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Im Film verfällt sie dem glutäugigen Juan, der wie alle Männer von Muriel begeistert ist. Mit Muriel Baumeister zu flirten ist wirklich sehr angenehm. Ja. Kann ich nur weiterempfehlen. Hoffentlich nehmen das jetzt nicht so viele ernst und die Arme hat keine ruhige Minute mehr. Acciones! In diesem Film darf Muriel auch mit Tim Bergmann flirten. Er spielt einen alten Freund, dem sie mit einer brillanten Geschäftsidee auf die Sprünge hilft. Es ist zwar das erste Mal, dass die beiden Schauspieler zusammen vor der Kamera stehen, aber die Chemie zwischen den beiden stimmt auf Anhieb. Ein Urlaubsflirt mit Folgen, auch für Tim Bergmann, nur im Film ein Thema. In den letzten Jahren verbringe ich meine Urlaube immer mit meiner Frau. Und da erübrigt sich das Thema. Aber ich muss mal nachdenken. Also einen richtigen Urlaubsflirt, ich glaube, das war das letzte Mal in meiner Pubertät irgendwie. Also es ist jetzt schon 20 Jahre her. Eine Szene ist im Kasten, dann kommen Umbau und Warten. Während Tim und Muriel schon mal einen Blick ins Material werfen, fängt es an zu regnen, der Drehplan wird umgeschmissen. Damit, dass es oft auch im Leben nicht nach Plan geht, hat Muriel ebenfalls ihre Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass man das Leben nur dann aushält, wenn man sich geschmeidig macht und wenn man in Bewegung bleibt, weil sonst wird man einfach sehr, sehr unglücklich. Also meine familiäre Situation ist ja auch eine sehr unkonservative. Ich glaube, dass es einfach Leben ein ständiger Fluss ist und dass man versuchen muss, da an der Oberfläche zu bleiben und sich zu bewegen und nicht starr und festgefahren irgendwas suchen soll, was nicht stattfindet. Dafür findet dann gelegentlich etwas statt, was man gar nicht suchte. Im Leben wie im Film, wo der Urlaub kleine Folgen für Billy hat. Doch endlich eine unverhoffte Wendung nimmt und mit einer Überraschung endet. Die verraten wir aber noch nicht.